noch nicht im Zeitpunkt. Genau, und dann kommen wir zu den Mangas, die ich mir gekauft habe. Einmal habe ich mir Daisy aus Fukushima geholt. Ich finde, es hat eine tolle Story, das Buch. Und es interessiert mich auch. Und man tut halt was für den guten Zweck. Man spendet 1 Euro, indem man dieses Buch dann kauft. Dann habe ich mir Attack on Titan No Regrets 1 und 2 geholt. Ich bin nie dazu gekommen, mir die zu kaufen und habe es jetzt endlich mal ergriffen und habe mir die halt auf der LBM dann gekauft. Genau. Und dann habe ich mir Attack on Titan 11, 12 und 13 gekauft. Und zwar das Blöde fand ich, ich habe bei Carlsen die 2 gekauft. Und den 12. hatten sie gar nicht mehr vorrätig. Also, da haben wohl mehr Leute zugeschnappt, als sie gedacht haben. Den 12. musste ich dann an einem anderen Stand kaufen. Und ich glaube, Schattenarie 2 hatten sie am Samstag dann auch nicht mehr. War dann auch teils ausverkauft, weil die Leute das einfach zu viel gekauft haben. So, dann kommen wir zu Zeug, das ich mir einfach so gekauft habe. Und zwar, als erstes habe ich mir ein Lucky Bag von Attack on Titan gekauft. Und da war so ein Schlüsselanhänger drin. Genau, der Schlüsselanhänger war da drin. Und dann 3 so süße Buttons. Einmal hier mit Mikasa und Eren. Und dann die Aufklärungstrupp. Und dann war noch ein 3. dabei, aber den habe ich meiner Freundin geschenkt. Weil sie in ihrem Lucky Bag nicht so Glück hatte. Sie hat sich einfach ein Tokyo-Ghoul gekauft und da habe ich gedacht, schenkst ihr einen Button. Genau, dann haben wir die Funko Toka. Die habe ich mir gekauft. Jeder, der unseren Kanal verfolgt, weiß, dass das der Toka Chibi für mich steht, Lee. Und dass der andere Chibi für die Lin steht. Und ich bin einfach ein riesen Toka-Fan. Also Toka ist auch sozusagen meine Lieblingscharakterin überhaupt aus Animes. Also ich bin voll der Toka-Fan. Genau. Dann haben wir uns noch eine Special Ramune Edition geholt von One Piece. Ja, die fand ich voll schön, deswegen habe ich mir die gekauft und ja. Dann haben wir noch so irgendein Ding. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was es ist. Ich kann mal kurz reinschauen, aber ich kann sagen, ich habe bei Figuya für 10 Euro ein Los von Attack on Titan gekauft. Und da war dieses Ding von Mikasa drin. Das konnte ich mir dann, ich konnte mich dann entscheiden zwischen ein paar Motiven. Und ja, ich bin voll der Mikasa-Fan, deswegen Mikasa. Und das kann man dann so hinstellen, wenn man das so faltet. Genau, das ist so eine Art Gummi. Ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt. Dann gab es auch noch ein paar Gratiskärtchen, die wir jetzt anschauen. Also die man so am Stand abgreifen konnte. Zum einen haben wir eine von Glanet. Eine von Supersonico. Die hat uns eine Dame in die Hand gedrückt, als wir durch die Menschenmenge samstags gelaufen sind. Vielleicht hilft euch das hier unten. Ja, das ist irgendein Channel. Könnt ihr mal drauf schauen, wenn es euch interessiert. Wenn ihr das Motiv schön findet. Dann haben wir hier noch eine von Supersonico, eine von Ten Count, die ich bei Tokyo Pop mitgenommen habe. Dann eine von One Piece und zwar habe ich die bei der One Piece Schatzsuche gewonnen oder was das war. Es gab nämlich keine Poster mehr, was ich sehr schade fand. Dann eine von Ken, also von Tokyo Ghoul, die gab es dann exklusiv am Stand, konnte man die mitnehmen. Dann eine von Demon King Cameo. Dann habe ich eine von Hyokoi. July in April. The Anthem of the Heart. Assassination Classroom. Durarara. Die war aber bei mir in der Peppermint-Tasche drin. Free. Nochmal Durarara. Ja, nochmal Durarara. Und noch Free. Und Asterix War. Habe ich mir auch eine mitgenommen. Genau, dann haben wir es eigentlich schon so ziemlich. Aber ich habe noch diese Peppermint-Tasche, die ich gesagt habe. Genau, dann haben wir noch diese Peppermint-Tasche.
die ist vom Festival, das Anfang Januar 2016 war. Da konnte man ja unter anderem die ersten Folgen Free, glaube ich, gucken oder den Film auf japanischen Untertitel. Ich bin mir gerade nicht sicher. Man konnte die Anthem of the Heart sehen. Das war dann auch Film des Festivals, den die Leute dann gewählt haben. Ja, ich war auf dem Festival nicht. Das hat zeitlich nicht gepasst. Aber sie haben auf der LBM zu jedem Kauf so eine Tasche noch mit vergeben. Mit ein paar Goodies drin, die es dann auch auf dem Festival gab. Ich hole die Goodies einfach mal alle raus. Genau, nichts mehr drin. Also das ist die Tasche. Und hier haben wir dann die Goodies, die es dazu gab. Haben wir einmal so ein, ja, so ein Unterschriften-Dings. Tut mir leid, weiß jetzt nicht genau, von was das ist. Und dann haben wir einmal nochmal Final Fantasy-Werbung. Haben sie mit reingepackt. Dann die Final Fantasy Online-Demo. Also man kann 14 Tage oder bis Level 20 gratis spielen. Für den PC. Genau, die war dann mit dabei. Werbung für die Any Night. Die ist, glaube ich, in Österreich. Ja, genau. Die Any Night. Die ist ja auch dieses Jahr noch. Dann gab es dieses Love Life Heftchen dazu. Das speziell aus Japan war. Das hat auch irgendwie in Japan, glaube ich, $3 oder so gekostet. Genau, $3. Und dann sind da hier so Karten dabei. Ja, das ist so ein Love Life Heftchen. Könnt ihr gerne mal auspacken. Das haben die sich dann speziell für das Peppermint Anime Festival geholt. Gab es auch einen Love Life Film, glaube ich, zu sehen. Da sind hier vorne Karten drauf. Und hier sind nochmal Karten. Dann haben wir hier dieses Heftchen. Fanbook. Dann kann man das mal aufschlagen. Ist natürlich auf Englisch, da es aus Japan speziell kommt. Was haben wir jetzt hier noch dabei? Aha, ein Love Life, so ein kleines Posterchen. Dann dreht sich das Heftchen um. Und dann von der anderen Seite sind noch ein paar Sachen drin. Genau, das ist dieses Love Life Heftchen. Das sind die Karten. Genau. Ach, das sind Weiß-Schwarz-Karten, fällt mir gerade auf. Gibt es ja dieses Spiel von Bushy Road. Gibt es auch verschiedene Anime-Umsetzungen. Sword Art Online oder Attack on Titan. Mist, wieso geht denn das jetzt nicht auf? Ach, mir fällt gerade auf, es ist eh nur eine Karte. Also, ja, genau. Und das sind, das ist auch eine Weiß-Schwarz-Karte von Love Life. Dann haben wir hier dieses Programmheftchen, das ich vorhin schon gezeigt habe. Dann haben sie auch nochmal ein paar Postkarten beigelegt. Einmal Durarara, das übrigens auch bald auf Blu-ray und DVD erscheint, im April. Dann haben wir Anohana, der ist jetzt schon auf Blu-ray und DVD erschienen. Auch ein sehr schöner Anime. Und dann nochmal von Unterm Wolkenhimmel. Den Manga haben wir nochmal zwei Postkarten. Genau. Und dann dieses Poster wieder von The Anthem of the Heart. Also von diesem Film. Genau, das ist einfach dieses Poster dann in groß. Genau. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr auf der Leipziger Buchmesse wart, wie ihr es fandet, was ihr so erlebt habt. Und also ich fand es auf jeden Fall eine gute Erfahrung und ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hingehen, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Ja, bis zum nächsten Video. Tödelö!